Zu einem schwarzen Zeh kommt es durch eine Durchblutungsstörung. Diese muss natürlich so ernsthaft sein, dass die Durchblutung des Zehes praktisch komplett ausgeschaltet ist. Wenn dieser Zeh schwarz ist, ist er bereits abgestorben und der kann auch nicht mehr nachwachsen. Das heißt, wir müssen uns um die Durchblutung der anderen Zehen und um die Durchblutung des Fußes und des Unterschenkels kümmern. Wir brauchen eine Diagnostik der gesamten arteriellen Versorgung des Fußes, unter Umständen auch des venösen Abstromes, aber das ist eher seltener. Aber wir müssen dann, wenn wir diese komplexen, in der Regel komplexen Verschlussprozesse häufig von allen drei Unterschenkelarterien feststellen, uns Wege einfallen lassen, wie wir die Durchblutung des Fußes wieder so bekommen, dass die anderen Zehen und der ganze Fuß nicht auch noch abstirbt. Wir fangen natürlich mit der Diagnostik an und dies zunächst einmal ganz ungefährlich mit Ultraschall. Die nächste Maßnahme ist dann eine Angiografie, das heißt, wir punktieren irgendwo eine Arterie, führen dann Katheter ein unter örtlicher Betäubung. Das ist für den Patienten nicht schmerzhaft und stellen uns die ganzen arteriellen Zuflusswege dar. Wenn wir diese dargestellt haben, wissen wir auch sehr schnell, wo welche Arterien verschlossen sind und können uns dann anhand der Bilder und wie wir das aus unserer Erfahrung sehen, einfallen lassen, wie wir die aufbekommen. Natürlich, die erste Maßnahme wird gleich in dieser Angiografie die sein, dass wir versuchen, mit Ballons und Kathetern den Verschlussprozess wieder zu eröffnen, also die Arterien wieder aufzumachen. Und wenn diese Auftunnelierung allerdings mal in etlichen Fällen auch mal nicht gelingen sollte, dann wissen wir, wo wir welche Bypässe setzen.